Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video. Denn gestern ist wieder ganz viel neues Gameplay-Material zum neuen DLC auf YouTube erschienen. Das liegt daran, dass einige YouTuber-Kollegen und ich auf einem Event von Frontier eingeladen waren, wo wir bereits die erste Kampagnenmission von dem neuen DLC anspielen durften. Und einige der anderen YouTuber haben es dabei sogar geschafft, den Therizinosaurus freizulassen und auch den neuen Giga freizulassen. Und genau die beiden möchte ich mir in diesem Video mal mit euch gemeinsam angucken. Unten links könnt ihr immer sehen, von welchem YouTuber das Videomaterial im Hintergrund stammt. Und natürlich sind auch die Originalvideos von denen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut auch gerne da mal vorbei. Im Hintergrund könnt ihr jetzt schon den Therizinosaurus sehen. Und ich finde, der sieht wirklich so unfassbar cool aus. Der hat so ein cooles Fell. Und das ist auch so detailliert. Das kann man hier in dem Shot wirklich sehr gut erkennen. Ich finde es auch cool, wie die leichte rötliche Farbe da so mit drin ist und auch so ein bisschen weiß schimmert dadurch. Sowas in der Art hatten wir in Jurassic World Evolution 2 noch gar nicht. Also das ist wirklich eine super einzigartige Kreatur. Ich glaube, das ist mein Favorit von dem DLC, jetzt wo ich das Videomaterial gesehen habe. Das hier dürfte übrigens die Putzenanimation sein, die ja die neuen Dinosaurier, die gefiedert sind, haben. Sieht auf jeden Fall cool aus, wie er mit seinen großen Krallen sich am Hals kratzt und dann so ein bisschen schüttelt. Hier könnt ihr das jetzt gleich nochmal richtig gut sehen. Und das sieht auch schon echt cool aus mit dem Nebel im Hintergrund. Das hier ist übrigens die Fressenanimation. Er setzt sich da so ganz süß hin und schaufelt dann Gras oder Büsche in seinen Mund. Ich finde, das sieht echt immer irgendwie noch so ein bisschen absurd aus mit diesen riesigen Krallen. Ich glaube, da muss man sich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich finde, genau das macht ihn halt so interessant. Der kann sich übrigens auch mit seinen Krallen verteidigen. Das werdet ihr gleich auch noch sehen. Allerdings wird jetzt hier gerade von einem Rudel Pyroraptoren angegriffen. Und da hat er keine Chance. Die waren einfach zu sehr in der Überzahl. Und das hier ist der neue Dominion Giganotosaurus. Ist ja eigentlich nur eine neue Variante, aber ich würde schon sagen, das ist ein neuer Dinosaurier. Der hat auch neue einzigartige Animationen und der sieht auch komplett anders aus als der Standard-Geo aus dem Spiel. Hier seht ihr das jetzt auch gleich mit den neuen Animationen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Animation von dem Acrocanthosaurus. Ich glaube, der macht das ähnlich mit der Ziege. So mit der Schnauze einmal umstoßen und dann drauftreten. Und zum Abschluss sehen wir jetzt nochmal das große Finale. Therizinosaurus gegen Giganotosaurus. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? War jetzt nicht so spektakulär, aber dann konnte man wenigstens mal die Kill-Animation von dem Giga an dem Therizino sehen. Und damit ihr nochmal sehen könnt, wie der Therizinosaurus seine Krallen im Kampf benutzt, schauen wir uns nochmal dieses Video an. Leider ist es nicht gegen den Dominion Giga, aber das macht ja nichts. Sieht schon echt böse aus, wie er so zuhaut mit seinen Krallen. Und das soll es jetzt auch mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.